Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Doppel-Unboxing für dich, denn ich habe heute sowohl die Glossy Box aus dem Monat August für dich, als auch die Limited Edition Grazia. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Grazia Limited Edition habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um sie vorzustellen. Ich habe sie mir aber auch nochmal bestellt. Das heißt, ich verlose die Ausgabe, die ich mir selber bestellt habe, in diesem Video. Ich weiß noch nicht genau, was drin ist. Wir werden es mal herausfinden. Ich hatte auch einen Code bekommen, um den zu posten, falls jemand dann, der kein Abo hat, die Box dann noch für 40 Euro haben möchte, anstatt von 45 Euro. Problem, die war super schnell ausverkauft. Und jetzt, einen Tag später, nachdem überhaupt der Verkauf war, kam die Box erst bei mir an, sodass ich den Code leider nicht teilen konnte. Aber ich möchte jetzt einfach mal starten mit der Glossy Box. Muss ich jetzt erstmal die richtige hier raussuchen. Aus dem Monat August, also quasi die ganz reguläre Abo-Box, die man ab 12,50 Euro pro Box bekommen kann. Und weil Glossy Box im August 10 Jahre alt wird, hauen die halt richtig einen raus, ne? Das ist mal ein wunderschönes Design, muss ich sagen. Ich mag es. Wow. Also diese wunderschönen, bunten Disco-Kugeln, die da drauf sind, sprechen echt für sich. Ich habe für die Glossy Box zwei verschiedene Codes, die ich dich hier auch mal durchlaufen lasse. Da kannst du ein bisschen was sparen. Und das eine ist ein Freunde-Werben-Freunde-Code und das andere ist mein Influencer-Rabatt-Code, sage ich mal dazu. Und ja, schau einfach, welchen du gerne benutzen möchtest. Der Freunde-Werben-Freunde-Code ist quasi so eine Art, ich bekomme dadurch auch was zurück, und zwar Glossy Points, mit denen ich zum Beispiel, wie jetzt ja auch in diesem Video, die Grazia Limited Edition mir dann irgendwann holen kann, um sie dann zu verlosen. Ne? Also das ist quasi so eine, ich gebe es dann ja irgendwann weiter an euch. Von daher, so ist das alle. Schaut einfach mal vorbei. Die Glossy Box erscheint monatlich, enthält ungefähr 5 bis 7 Beauty-Produkte. Die sind immer ein bisschen hochpreisiger und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was sich jetzt in dieser wunderschönen Sternchenbox verbirgt. Ne? Echt klasse. Wir haben auch immer so ein paar Flyer und sowas mit dabei, ne? So ein bisschen Werbung und Gutscheine und hast du nicht gesehen? Also ein bisschen ist gut. Mittlerweile kriegt man da ein halbes Buch mitgeschickt. Ist ja Wahnsinn. Super. Aber, ne? Läuft. Ich habe jetzt einfach mal den Deckel abgenommen und auch, es ist eine Sonderedition, man sieht es so richtig schön, ne? Dieses Glossy Box Logo, das schillert hier so richtig schön drin. Das ist ein, ich mag das Design einfach gerne. Okay, und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Richtig, richtig cool und ja, was ist denn hier? Birthday Edition, ja, 10. Geburtstag, die Geburtstagsedition, da steht hier auch mit drin, ne? Happy Birthday Glossy Box, definitiv, ich freue mich auch. Ich glaube, seit wie vielen Jahren bin ich denn jetzt dabei? Seit 4 Jahren? Seit 3 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Schon ziemlich lange. Und seitdem erscheint sie monatlich bei mir. Ich mag das Gefühl einfach sehr gerne, jeden Monat was Neues zu entdecken. Neue Pflege, neue dekorative Kosmetik. Ich mache jetzt mal das Schleifchen auf. Wobei, vielleicht kommt uns ja auch irgendein Duft raus. Ne, kein Duft. Dann haben wir hier ein Seidenschleifchen, das mit einem Klebi verschlossen ist. Und dann mache ich den Klebi jetzt einfach mal auf. Achso, ich habe hier unten auch Timestamps unter mir drunter, ne? Falls dich jetzt zum Beispiel nicht das Glossy Box Unboxing interessiert, sondern nur das Grazia Limited Edition Unboxing, dann hüpf gerne einfach weiter. Da kannst du dann einfach weiter hüpfen, genau, ja. Und unten in der Infobox sind auch alle Produkte verlinkt und so weiter und so fort, falls du einfach Bock drauf hast, dir einfach nur ein einziges Produkt nachzukaufen oder so. Infobox ist immer prall gefüllt, schaut vorbei. Da sind auch die Informationen zu, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen und so. Ne? Steht auch alles drin. Und hier haben wir jetzt einmal den ersten Blick in die Box. Und da ist ziemlich viel in Luftpolster, Folie und gut verpackt und so drin. Aber ich nehme mal erst das erste Teil raus und das finde ich ganz cool. Das ist nämlich ein Bürstchen. Nein! Oh nein! Leute, jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich wollte mir erst den Teaser durchlesen. Jetzt habe ich euch schon das erste Produkt gezeigt. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein Bürstchen drin. Ich würde, also da steht es jetzt nicht drauf, aber das ist halt so eine Art Tangle-Teaser-Produkt. Huch, da gehen direkt meine Haare rein. Jetzt ist hier schon ein Haar von mir drin. Na, kann man halt super in der Handtasche mit reinpacken, ne? Und ich verwende sowas ganz gerne. Ich habe sowas aber von Wet Brush. Das habe ich mal von der lieben Zara Moser in unserem Tausch-Adventskalender vom letzten Jahr drin gehabt. Und das verwende ich halt seitdem. Finde ich super toll, die Bürste, weil die halt auch einfach einen Stiel dran hat. Und das ist halt praktisch, wenn ich das so bei mir einfach im Spiegelschrank im Badezimmer drin stehen habe. Sowas ist für mich sehr praktisch für unterwegs oder wenn ich mir das auf die Arbeit hinlege oder so. Das ist schon ganz nice. So, Mensch. Wir werden 10 Jahre alt. Happy Birthday Glossy Box. Willkommen in unserem Geburtstagsmonat.
10 Jahre Glossybox. Das ist eine Dekade voller Beauty-Liebe, rührender Glossy-Momente und jeder Menge rosa, gefärbter Erinnerungen. Schnapp dir deine Glossybox im Special Design und mach es dir gemütlich. Denn diesmal warten nicht nur handverlesene und aufregende Beauty-Entdeckungen in deiner Box, sondern auch spannende Insights aus dem Glossy-Universum in diesem Magazin. Ach schön, darauf kannst du dich im August freuen. Hier sind jetzt natürlich die ganzen Produkte aufgeführt und gespoilert, die wir uns jetzt gleich einfach im Einzelnen angucken werden. Pünktlich zum großen Jubiläum haben wir unser Magazin aufgehübscht und zeigen dir tolle Highlights aus den letzten 10 Glossy-Jahren. Die ein oder andere Mitarbeiterin plaudert aus dem Beauty-Kästchen über den Arbeitsalltag bei Glossybox und verrät sogar, wie man zum echten Glossy wird. Außerdem entdecke unsere schönsten Boxen. Welche davon war vielleicht sogar dein Favorit? Plus, auf dich warten tolle Gewinnspiele und jede Menge Geburtstagsinspo auf unseren Social-Media-Kanälen. Pack mit uns gemeinsam die Box aus. Bugs, ich musste gerade an dich denken. Hab eben noch bei Unbox Butterfly Nicole das Unboxing zur Bugsbox gesehen. Mega geil. Und zelebriere 10 Jahre bedingungsloser Glossy-Liebe. Schön, dass du an unserer Seite bist. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wünsch dir dein Glossybox-Geburtstagsteam. Süß. Wir haben jetzt zuallererst nämlich hier auch sogar ein Inhaltsverzeichnis drin. Das finde ich auch schön. Dann haben wir hier die Produkte aufgeführt. Das scheint dieses Mal auch gar nicht so viel, doch schon ziemlich viele unterschiedliche drin zu sein. Denn in der Glossybox hat nicht jede immer die gleichen Produkte drin. Das variiert halt, ne? Es variiert auch manchmal werttechnisch ziemlich. Es gibt ziemlich viele unterschiedliche Parfums, die hier mit dabei sein könnten. Doch, es ist ganz schön viel unterschiedliches Produktgedönsen hier mit bei. Hier sind die schönsten Limited Edition Boxen mit dabei. Sammy, bist du auch eine Limited Edition? Nein, das ist einzigartig. Ne? Das ist auch eine Limited Edition. Nicht nur Limited, einzigartig, Sammy, ne? Genau, ja. Und hier sind dann die schönsten, sage ich mal, aufgeführt, die so in den letzten 10 Jahren hatten. Die hier, da erinnere ich mich auch noch dran. Die Benefit Box war auch traumhaft schön. Und, oh ja, natürlich, Let the Sunshine 2021. Das war, glaube ich, sogar meine Geburtstagsbox im Mai dieses Jahr. Und hier, wie die Glossy Box so entstanden ist und was es so für erste Boxen gab. Am Anfang gab es 500 Stück von der Glossybox und mittlerweile, ja, steht hier nicht drin. 2021 steht hier gar nicht bei, 2020 steht hier nur drin, ne? Okay, verrückt. Und dann erzählt Mareike ein bisschen was von der Glossybox und dann gibt es Schminktutorials. Das habe ich immer so vermisst, ne? Die anderen Länder hatten das nämlich auch immer wieder, auch so mit Tutorials oder mit Inspirationen und sowas in den Heftchen. Und wir hatten halt immer nur die Produkte und so, ne? Das habe ich vermisst, das finde ich schön. Und hier haben wir auch noch einen Spoiler zu September. Pure Relaxation Edition. Okay, also im September dürfen wir uns endlich wieder entspannen. Jetzt stehst du im Fokus. Der Jahreszeitenwechsel bringt stets viele Veränderungen mit sich. Und während sich der Sommer langsam verabschiedet, stellen wir uns mit gezielter Pflege und Kosmetik auf eine ruhigere Zeit ein. Gönn dir wertvolle Me-Time inmitten eines oft stressigen Alltags und lass die Produkte aus deiner Septemberbox wahre Beauty-Wunder wirken. Sie schenken dir die nötige Entspannung, verwöhnen dich von Kopf bis Fuß und bringen dich auf andere Gedanken. So gönnst du deinem Körper eine wohlverdiente Pause statt nötiger Entspannung nach dem erlebnisreichen Sommer. Okay, fährst runter und bereitest deinen Geist rechtzeitig auf die bevorstehende kältere Jahreszeit vor. Und vielleicht kommt da sogar der Glossybox Adventskalender raus, man weiß es nicht. Ja, also wenn du Bock drauf hast, ne, schau in der Infobox vorbei. Ich habe dir eben auch die Gutscheincodes hier eingeblendet, wenn du die Box abonnieren möchtest. Ich vermute oder befürchte, dass die August-Ausgabe schon ausverkauft ist, weil das ist natürlich die Kracher-Ausgabe meistens so, ne? Weil es die Geburtstags-Edition ist, wobei die letztes Jahr nicht so geil war. Okay, wir haben hier dann neben dem geilen Haarbürstchen, jedenfalls ich habe das Haarbürstchen drin, hier noch einen Duft mit dabei. Betty Barclay Pure Style Eau de Toilette, das sind 20 Milliliter, die ich hier drin habe. Und das wandert doch direkt in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Denn zu jedem Monat sammle ich die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte, um am Ende des Monats oder Mitte des kommenden Monats ein Full-Face daraus zu schminken und euch die Produkte einfach mal in Einsatz zu zeigen. Und hier habe ich dann dieses kleine Flakönchen. Also sieht schon hübsch aus, ne? Recht schlicht. Ich kann es ja schon mal aufsprühen, einfach um zu gucken, wie es so riecht. Hat einen Hauch von Lavendel mit dabei. Pudrig. Aber angenehm. Eher sportlich hätte ich jetzt den Duft bezeichnet. Seifig fast schon.
Ja, das riecht, als hätte ich mir jetzt gerade frisch die Hände gewaschen. Also das ist ein gefälliger Duft, würde ich mal dazu sagen. Ne? Den kannst du auch für alles Mögliche verwenden. Doch, finde ich schön, der gefällt mir. Also es wären auch noch ganz viele andere Duftsorten und so drin gewesen, habe ich eben gesehen. Witzig, ne? Jetzt habe ich ein lila Parfum und ein lila Tangle-Teaser. Ist das überhaupt ein Tangle-Teaser? Ich sage die ganze Zeit Tangle-Teaser dazu und am Ende ist es keiner. Und dann stehe ich da mit meinem schmalen Hemd hier. Nein, ist es nicht. Desata Detangling Brush. Siehst du wohl. Okay, ja. Dann habe ich hier ein Produkt von Elemis drin, die Pro Collagen Marine Cream Anti-Wrinkle Day Cream. Super teures Produkt, super geile Marke, Anti-Aging und das ist die Tagescreme. Hier haben wir jetzt eine kleine Größe mit dabei, die haben wir immer mal wieder auch in der Box mit dabei. 15 ml sind hier enthalten und die soll sehr, sehr gut sein. Also die habe ich auch schon mal in groß in einem Adventskalender gehabt. Ich glaube bei der Schwester, bei Look Fantastic, war der große Tiegel im Adventskalender drin. Ja, aber finde ich auf jeden Fall gut, dass es mit dabei ist. Elemis ist eine tolle Marke, die haben schöne Produkte und ja, da freut man sich doch. Und das ist passend zu meinem Kleidchen. Schön. So. Und jetzt habe ich hier Schmuck mit dabei. Geil. Das finde ich ja schön. Das ist ein Fußkettchen. Ach, wie süß. In Silber. Hello Summer. Und da haben wir Mond und Sterne dran. Und ich habe das in einer silbernen Variante. Ich gucke gleich mal, ob es das auch in anderen Farben gegeben hätte. Und ja, das ist von der Marke Six. Das finde ich schön. Aber ganz schön lang, ne? Also ich finde es gut, weil meine Knöchel sind jetzt nicht super schmal oder so. Und das werde ich auch in meinem Fullface Beauty Boxen anlegen und euch dann auch einfach getragen zeigen. Weil jetzt trage ich gerade eine graue Strumpfhose. Dazu sähe das, glaube ich, nicht so geil aus. Also ich habe halt wirklich, ja moin Sammy, eine graue Strumpfhose an, ne? Zu meinem Sommerkleid. Läuft bei mir. Nee, aber mir war eben frisch um die Beine, ne? Deswegen muss ja eine Winterstrumpfhose her. Ja, aber das finde ich schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sommerlich ist, wenn wir da Mond und Sternchen dran haben. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das dann angezogen aussieht. Und hier haben wir schon mal vier Produkte, die ich jetzt aus der Box gezogen habe. Und es warten noch zwei weitere auf uns. Achso, ich wollte hier aber erst noch gucken. Ich bin ein bisschen verwirrt heute, Leute. Heute ist ein verrückter Tag gewesen. Ja, tatsächlich hätte es noch andere Varianten gegeben. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht unbedingt das Schönste in meiner Box drin hatte, wenn ich das mal so sagen darf. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches von den Varianten ihr bei euch am schönsten gefunden hättet. Ich finde persönlich ehrlich gesagt auch ein Fußkettchen sehr cool in einer Beautybox. Bei Ketten haben wir viele, Ohrringe können nicht alle tragen, Ringe sind schwierig von den Größen her, aber so ein Fußkettchen finde ich speziell. Und jetzt habe ich etwas dabei, was auch jeder mit in seiner Box hat, und zwar ist das dieses kleine Palettchen. Auch wieder gut eingepackt in seinem Luftpolstertäschchen. Und zwar ist das die Birthday Edition von Steve Laurent. Ich glaube, das war auch so ein Sneak Peek Produkt, Celebration Edition. Da haben wir eine Lidschattenpalette drin. Wie geil ist das denn? Auch auf jeden Fall was für meine Full-Face Beauty Boxen Geschichte. Und von Steve Laurent hatten wir schon öfters mal was mit dabei. Das gefällt mir. Also von außen jetzt nicht so spektakulär. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Dann hast du da irgendwelche geilen Boxendesigns oder geile Designs allgemein. Hier sind ja auch so, ne, Sparkles drauf. Die hat man jetzt leider nicht auf der Palette. Und diese Umverpackung bewahre ich eigentlich nie auf. Und dann gucken wir mal rein. Oh ja, das sind schöne Töne. So mauvig, peachig, pastellig. Das ist ganz cool. Nicht jeder mag wahrscheinlich so pinken Lidschatten, aber da kann man sich eigentlich ganz gut auch mit der Palette austoben. Und ich habe ja auch gesehen, dass wir in der Box schon so ein paar Inspirationen hatten, was man für Looks damit schminken kann. Wir haben hier vier matte Töne und fünf schimmernde Töne mit dabei. Und ja, das werde ich, und einen großen Spiegel, ne? Das werde ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen austesten und dann gucken wir uns die mal genauer an. Ich kann aber schon so ein paar Schimmertöne einfach mal swatchen, um zu gucken, wie die so sind. So schauen die aus und die Fännchen sind sehr tiefliegend, sodass du kein Produkt aus Versehen von einem Fännchen ins nächste machst. Okay, ja, ne, es sind halt solide Schimmertöne. Da gibt es natürlich auch hochwertigere Geschichten, aber das muss man auf dem Auge einfach mal sehen. Also die sind jetzt nicht so ultra schimmernd. Dieser Ton hier außen, der ist schon so roségold, ein bisschen mehr schimmernd. Die anderen sind ein bisschen seidiger mehr und weniger ins richtig Schimmernde, ne? Aber das muss ich mir mal angucken und das wird auf dem Auge getestet. Und das finde ich auch ganz süß von der Idee her. So ein Augenlook, ne? Das ist schön. So, dann prompel ich das mal zurück. Und ich finde es auch cool, dass wir das alles so im pinken, lavendelfarbenen Design haben. Also von der Farbgebung her mag ich das sehr, sehr gerne.
Und Sammy hat gleich seinen Fuß aufgegessen. Nee, er ist nicht an seinem Fuß, er ist an seinem Poppes. Okay, so, jetzt komme ich mal zum letzten Produkt hier aus der Box. Und da habe ich ein Longlasting Matte Lip Color Produkt von Rival de Loupe in der Farbe 05. Also auch eine schöne Farbe. Das kommt auch in meinen Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Da kann ich das mal mit euch zusammen testen, sofern es ausgelost wird. Denn meistens haben wir erfahrungsgemäß relativ viele Lippenprodukte in Beauty-Boxen mit drin. Und ich kann halt 2 Lippenprodukte maximal gleichzeitig auftragen, würde ich mal so behaupten. Ne? Aber ich guck mal. Ne? Kommt auf jeden Fall mit zur Seite und finde ich aber interessant. Ja, schick. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte hatten wir hier in der Box mit drin. Und das Krüppelpapier ist halt so richtig unnachhaltig in so einem geilen Party-Design. Finde ich persönlich schön. Also von der Farbe her. Es wird auf jeden Fall auch weiterverwendet. Genauso wie die Box an sich auch. Also die werde ich immer weiterverwenden als Versandkartons und so weiter. Und, oder als Geschenkkartons. Und deswegen, ne, finde ich ganz cool. Das hier war jetzt die 10 Jahre Geburtstagsedition. Also ich finde, für eine Geburtstagsedition haben die es ganz gut krachen lassen mit ordentlich krassen Marken, mit Pflege von Kopf bis Fuß, bis Körper. Nicht wirklich mit dabei. Doch das Parfum, das haben wir auch mit dabei. Also ich fand es ganz schön. Sammy. So, jetzt gucken wir uns aber mal zusammen die Limited Edition Box an, die Donnerstag rausgebracht worden ist, die man sich bestellen konnte. Und als Abonnent hatte man einen Early Bird Zugang, sodass man die halt ein bisschen eher kaufen konnte. Und ja, dann hat sie 35 Euro gekostet und regulär hat sie 45 Euro gekostet. Und da ist man, glaube ich, 2 Stunden später erst, ja, dass man die Option hatte, die zu bestellen. Ist in Kooperation, ich glaube, mit der Zeitschrift Grazia. Weil Grazia müsste ja die Zeitschrift sein, ne? Grazia Beauty und ja, eine Kooperationsbox. Finde ich sehr, sehr schön, sehr schlicht. Und dann dieses typische Glossybox-farbene außenrum zu und dann so schwarz. Mag ich gerne leiden. Also die Box an sich gefällt mir schon mal echt derbe. Okay, also jetzt habe ich hier einmal den Deckel entnommen. Und das ist auch die Box, die ihr gewinnen könnt. Ne? Also nicht die, die ich jetzt auspacke, sondern die, die noch auf dem Weg zu mir hoffentlich sein wird. Die ich quasi bestellt habe dann auch zu dem Zeitpunkt. Und hier kommt aber schon Duft raus. Ich kann es aber nicht... No, das ist mein Parfum. Nein, das ist mein Parfum. Okay, es ist doch nicht das. Übrigens jetzt so ein... So? Wird es jetzt langsam schwerer. Da ist es nicht mehr so easy peasy sportlich, sondern eher so... Weiß ich nicht. Mehr so Richtung Abend? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier den Blick in die Box und ich bin nach wie vor verwirrt. Läuft bei mir. Genau. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da haben wir dann kurz und knapp die Produkte aufgeführt. Aber hey, hier steht auch noch ein Editorial drin. Diese Box haben wir für Frauen wie dich kreiert. Selbstbewusst, stilsicher und trendorientiert. An unserer Seite das Kult-Frauen-Magazin Grazia, das seit über 60 Jahren Frauen weltweit begeistert und mit Spannendem in Sachen Beauty, Fashion sowie Lifestyle versorgt. Die beste Freundin in Zeitschriftenform. Gemeinsam haben wir eine Limited Edition kreiert, die voll von absoluten Klassikern der Beauty-Branche ist, aber auch mit neuen innovativen Produkten begeistert. So sollen die Must-Haves dieser besonderen Box deinen individuellen Style unterstreichen und deine schönsten Züge optisch zur Geltung bringen. Zeitlos und modern, feminin und stark, entspannt und zielsicher zugleich. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team und Grazia. Ja, vielen Dank. Und hier haben wir dann natürlich die ganzen Produkte aufgeführt mit Preisen und so weiter, was ich euch ja auch immer einblende. Und dann gucken wir doch einfach mal rein. Ich öffne einmal hier das Schleifchen. Und dann das Seidenpapier, was mit dem Klebe hier zusammengehalten wird, habe ich zerrissen. Oh wow, wir hatten ja einige Spoiler, ne? Und es ist schon, es sieht schon geil aus, Leute. Okay, hier haben wir zuallererst ein Produkt drin, was ich jetzt auch letzten Monat leer gemacht habe, oder vielmehr diesen Monat, und zwar von Lancaster. Teures Produkt, Golden Tan Maximizer, One Month Tan Prolonging After Sun Lotion. Und hier haben wir 50 ml drin. Das ist ein Produkt, was man sich drauf macht, wenn man gebräunt werden möchte. Also wenn du quasi den Tag draußen verbracht hast und deine Haut schon so ein bisschen angefangen hat, sich zu bräunen und du sie abends einfach pflegen möchtest. Am besten nach dem Duschen auftragen und damit soll deine Bräune dann einfach
ja, einen Monat länger anhalten. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Also ich habe es bei mir probiert. Ich bin aber auch nicht jemand, der wirklich braun wird. Also bei mir wird man nicht sehen, ob diese Bräune dann länger hält. Ne? Also ich bin dann einfach wahrscheinlich irgendwann langsamer blass. Aber es ist ein schönes Produkt, was gut pflegt, was ich persönlich mir aber nicht nachkaufen würde, aber mich drüber freue, wenn es in der Box drin ist. So kann man das sagen. Ne? Ja, schön. Dann habe ich hier ein Produkt drin von MAC und das ist ein Lippenstift. Powder Kiss Lipstick habe ich in der Farbe 924 Reverence. Okay, also MAC Lippenstifte sind ja immer wieder so ein ganz besonderes Produkt, finde ich. Ne? Mag ich super, super gerne. Das ist eine tolle Qualität und das scheint matter zu sein, denn normalerweise sind die von außen glatt. Und das hier ist Powder Kiss Lipstick. Okay, ja, ist wirklich matt, ne? Diese typische MAC-Form und es fühlt sich so angenehm gummiert an. Also richtig schön. Das finde ich hübsch. Dann gucken wir uns an. Oh, ist das eine tolle Farbe. Die mag ich gerne leiden. Das ist so ein klassisches Rosé-Nude. Das ist wunderschön. Nämlich selbstverständlich Maxim Spiegel. Guckt auf jeden Fall bei Maxim Giacomo im Shop vorbei. Der hat ganz, ganz tolle Produkte auf den Markt gebracht. Es ist Pinky Flinky, schon so ein Hauch von Pinky Flinky. Aber kein Pinky Flinky, was jetzt groß die Zähne gelb aussehen lässt. Ne? Nö, und es fühlt sich auf den Lippen an, als hätte ich nichts auf den Lippen drauf. Oh, der ist schön. Also der kommt trotzdem auch noch in das Whole Face Beauty Boxen mit rein, dass ich den da gegebenenfalls mit auslose. Aber der ist jetzt sehr herzlich willkommen in meiner Sammlung. Richtig cool. Yay. Dann habe ich hier etwas drin. Oh, wow. Von Barbour. Krass, oder? Einfach mal ein Produkt von Barbour in der Box, die man für 35 bzw. 45 Euro kaufen konnte. Krass. Okay, das ist ein Tricolor Blush in der Farbe 01 Bronze. Okay, ich hoffe, der ist mir nicht zu dunkel. Das wäre natürlich ein bisschen traurig. Ich habe jetzt schon ein bisschen was auf den Wangen drauf. Mach Geräusche. Warum machst du Geräusche? Ah, weil da noch ein Pinselchen mit drin ist. Okay, sowas verwende ich eher weniger. Oh, schön. Und hier haben wir auch einen Spiegel mit dabei. Nein, das ist ein Bronzer, ne? Das ist kein Blush für mich. Schöne Farbe, leichter Schimmer mit drin. Und je nachdem, wie man halt reingeht, kann man das entweder heller oder dunkler gestalten. Ich bin jetzt einfach mal in so einer Achter komplett durchgegangen. Oh, nicht schlecht. Wow, der ist stark pigmentiert, Leute. Muss man halt ein bisschen ausblenden, ne? Aber schön. Der wärmt das Gewicht, das Gesicht schon ganz gut auf. Das ist eine schöne Farbe. Also der ist wirklich nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und das kann man auch selber so variieren, wie man halt in den Bronzer so reingeht. Und jetzt blinkt mein Akku, weil er ganz verwirrt ist, wie sonnengeküsst ich auf einmal aussehe. Sammy hat jetzt gerade auch ein Leckerli von mir gekriegt. Ich will da mal nicht so sein, ne? Doch. Der gefällt mir. Der ist echt schön. Schön, schön, schön. Doch, gefällt mir. So einen Bronzer hast du auch nicht jeden Tag in der Box drin, genau. Jedes Mal in so einer Box mit dabei, ne? Und dann auch noch von Barbour. Sehr, sehr hochwertig, hochpreisig. Bin ich gespannt. Kommt auf jeden Fall auch ins Fullface Beauty Boxen mit rein. Dafür, dass ich den jetzt auch noch on top gegeben habe, sieht es echt gut aus. Mag ich. Schön. Danke, Glossy Box. Habt ihr gut ausgewählt. Das gefällt mir gerade richtig gut. Also, wir haben hier einfach mal die ersten drei Marken rausgehauen, ne? Lancaster, MAC und Barbour. Läuft. Dann gucken wir mal weiter. Ja, weiter geht die Weltreise mit Guess. Läuft bei ihm. Ich habe jetzt schon hier ja Parfum aufgetragen. Das kommt dann gleich auf die andere Seite. Da hatten wir auch schon uns mal drüber unterhalten, als es als Sneak Peek rauskam. Bei uns in der Tausch-Trash-Wander-Wow-Mega-Krasse-Ultra-Gruppe. Ne? Geht 12 Mädels. Da haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht, weil ich weiß nicht, wer von uns dieses Parfum halt auch schon da hatte und sagte, boah, das riecht so gut. Schicke Verpackung. Und das sieht sehr edel aus. Und das sieht auch sehr aus wie ein schwerer Abendduft. Aber das gucken wir mal. Es riecht jetzt schon hier so gut. Hallo. Hallo. Ich sitze an einem Fenster. Nicht, dass irgendwer denkt, ich würde ihm zuwinken. Oh, das riecht aber lecker. Hat auch was Fruchtiges mit dabei. Aber eher so ein schwerer Duft, ne? Das ist tatsächlich ein Abendduft. Definitiv, den würde ich jetzt nicht so im Büro tragen.
wäre für mich eher ein Weggehduft. Sehr edel, weiblich. Was sind denn da für Noten dran? Ich hätte jetzt auch gesagt, irgendwie ein bisschen Herbes ist da auch mal bei so Moschus oder sowas. Ganz, ganz leicht. Ja, das riecht gut. Das mag ich. Also das ist ein komplett anderer Duft als der von Betty Barclay. Komplett. Also das ist richtig sportlich frisch. Ne? Auch wenn er jetzt ne, ein bisschen schwerer geworden ist, aber lang nicht so schwer wie der hier. Aber der hat auch was Süßes. Irgendwie nicht Süßes, was Fruchtiges. Mag ich gerne. Also den mag ich tatsächlich auch noch gerne lieber als den von Betty Barclay. Auch das kommt in meinen Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Den mag ich. Oh, ich hatte irgendwann mal irgendwer, ich weiß es nicht, der Duft kommt mir so bekannt vor, als hätte jemand, der in meinem Umfeld, als ich ein junges Mädchen war, diesen Duft auch getragen. Das riecht so gut. Ah, mag ich. So, kommen wir zum nächsten. Da habe ich hier, die habe ich auch schon mal gemacht, glaube ich, ne? Nee, die hatte ich als Winterampulle. Da hat die mir schon sehr gut gefallen. Von Dr. Grandel, Hyaluron, glättend, aufpolsternd, 9 Milliliter, 3 Ampullen, 3 Milliliter. Die kannst du dir entweder dann wirklich komplett aufs Gesicht geben, also Gesicht, Hals, Dekolleté, ne? Oder du teilst es dir auf 1, 2 Anwendungen oder 2, 3. Musst du selber gucken. Ich finde die aber klasse. Also die Winterampullen, die ich davon hatte, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und da gehe ich von aus, dass das hier auch hammermäßige Ampullen sein werden. Gute Pflegemarke und freut mich tatsächlich auch gerade, dass die mit drin sind. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch ein Sneak Peek Produkt war. Weiß ich nicht, aber ich finde die cool. Doch, intensiv Pflegekonzentrat mit Faltenfüller-Effekt. Selbst ausgeprägte Trockenheitsfältchen werden gezielt von innen aufgepolstert und deutlich gemildert. Schön, oder? Finde ich echt schön. Das möchte ausgetestet werden. So, knallt hier mal weiter um euch. Und zwar haben wir hier eine Mascara No Compromise von Douglas. Lengthening, Volumizing and Caring Mascara. Also die soll Länge, Volumen und Pflege geben. Hier hinten sehe ich ein Kunsthaarbürstchen oder Kunstfaserbürstchen. Bin ich mal gespannt. Also ich habe auch die, wie hieß denn diese pinke von Douglas, die ist auch richtig, richtig gut. Deswegen Douglas Mascaren mag ich eigentlich ganz gerne. Und hier haben wir dann auch die Mascara mit dem neuen Douglas Design. Also das scheint auch eine recht neue, neues Produkt von denen zu sein. Ne? Das finde ich cool. Das haben die erst seit diesem Jahr. Das neue Logo auf den Produkten. Bist du wirklich Kunstfaser? Das sieht irgendwie gar nicht so nach Kunstfaser aus, ne? Das ist so geswirlt, aber auch sehr definiert. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kunstfaserbürstchen ist. Es könnte auch ein Gummibürstchen sein mit ganz, ganz feinen Gummiborsten. Ich will es gerade anfassen, aber dann habe ich meine Finger schwarz. Das ist auch irgendwie dumm, ne? Wird ausprobiert, bin ich echt gespannt, wie riecht die. Die stinkt. Nach Stall. Wirklich nach Stall. Also die hat wirklich was. Mag ich nicht so gerne vom Duft her, Leute. Da bin ich ehrlich, ne? Oje, oje. Also ich kann sie jetzt ja mal ein bisschen on top geben. Ich habe eben auch nur eine ganz leichte Schicht von meiner Catrice Glam & Doll drauf gemacht. Die halt die Wimpern so ein bisschen einfärbt, ne? Ich kann ja mal gucken, ob die jetzt quasi klumpt. Oder ob die jetzt noch mal ein bisschen mehr Wawawum macht. Sprich, dass man die so drüber schichten kann. Ich rieche jetzt gerade auch nur das Parfum, was sich an meinen Handgelenken befindet und nicht die Mascara. Weil das wäre es ja noch, ne, wenn ich die ganze Zeit jetzt so einen komischen Duft hätte. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also das macht die definitiv. Die kannst du drüber machen. Die verklebt jetzt die Wimpern nicht so. Also schön finde ich die jetzt so auf den ersten Drübermach-Effekt. Ich müsste die jetzt auch mal testen, wie sie wäre, wenn ich sie solo tragen würde. Aber so macht die ein schönes Zusatzergebnis zu meinen relativ vorher natürlichen Wimpern. Doch, auch wieder irgendwie schön, aber der Duft, ne? Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, keine Kompromisse, sagt sie. Dann machen wir halt keine Kompromisse. Aber einen Kompromiss haben sie auf jeden Fall beim Duft gemacht. Das war... Schreibt mir mal gerne, ob ihr die auch in der Box hattet und wie die bei euch so gerochen hat.
Also alt kann die eigentlich nicht sein, weil die halt das Logo noch gar nicht so lange geändert haben bei Douglas, ne? Deswegen weiß ich nicht. Aber gut, jetzt haben wir hier ein Produkt drin. Das ist von L'Occitane. Und zwar eine Handcreme. Darf nicht fehlen, Leute, ne? Handcreme muss immer in Special Edition Boxes drin sein, natürlich. Mit 20% Shea Butter. Und das ist 30 ml für trockene Haut. Das ist auf jeden Fall sehr passend für mich. Finde ich ganz cool, ne? Also, ja, eine Handcreme brauche ich jetzt nicht hundertprozentig in jeder Box irgendwie mit drin haben, aber eine Handcreme ist nice to have. Also ich persönlich creme mir mehrmals täglich die Hände ein, gerade wenn ich jetzt halt so Richtung Sommer, Spätsommer sehr, sehr häufig im Garten bin, um da halt im Dreck zu wühlen, Unkrautzupfen und so weiter, brauche meine Hände halt eine Zusatzpflege und deswegen kommt das für mich ganz gut. Das ist auch schön mit diesem 20% Shea Butter. Die kann man auch gut abends nehmen, so als Abendhandcreme. Die stelle ich mir dann ans Bett und dann kann ich die verwenden, denn meine von Eucerin mit Urea, die dürfte jetzt auch in den nächsten Tagen leer gehen, denn gestern habe ich sehr, sehr viel rumfusseln müssen, um noch was rauszukriegen. Und ich glaube, dafür wird die dann da einfach mal einziehen, ne? Finde ich aber ganz, ganz gut. Aber halt Handcreme, ja, komm. Ne, da freut man sich jetzt nicht so drüber wie über einen Bronzer oder über eine Mascara, bin ich ehrlich. Dann habe ich jetzt das letzte Produkt drin. Und auch ein bisschen Pflege darf natürlich nicht fehlen. Wir hatten schon den Körper zu pflegen. Wir hatten auch schon so ein bisschen hier Ampullen. Und jetzt habe ich von Wellmax hier ein Produkt drin. Und zwar Hyaluron Anti-Age Day and Night Perfect Eye Gel. Wow, 20 ml. Und das ist eine Augencreme. Wellmax kommt mir auch gerade irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, ich muss so an Friseur denken. Aber ich glaube, wir haben einfach nur einen Friseur bei uns in der Gegend, der ein ähnliches Logo einfach hat, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, sieht so aus. Ist halt so ein Typchen. Und sowas finde ich ganz schön. Ne, ich kann Augencreme immer gut gebrauchen. Das wird bei mir immer gut in Anwendung kommen. Auch den Applikator finde ich ganz schön. Da kannst du dir einfach so ein Stritzchen jeweils unter die Augen geben und das dann entsprechend mit den Fingern einarbeiten. Das finde ich ganz cool. Wir haben Beipackzettel mit dabei und eine große Verpackung. Ich gehe davon aus, dass es ein sackenteures Produkt ist. Zack, Qualitätsvermutungseffekt ist am Start. Wellness pur für die Augenpartie. Die besonders feine und frische Textur kräftigt die Haut und fördert deren Elastizität. Das intensiv pflegende Gel hilft, Fältchen und feine Linien zu korrigieren. Es stärkt die natürliche Schutzfunktion ihrer Haut und verhilft zu einem jugendlich attraktiven Hautbild rund um die Augen. Das hört sich doch schon mal sehr charmant an, ne? Hyaluron kann ich auch immer sehr gut gebrauchen. Also von daher, nices Produkt und nice Box. Also wir haben ja auch so ein süßes rosa Krüppelpapier jetzt mit dabei. Läuft. Also ich kann mich nicht beschweren. Also wer sich über diese Box, über den Inhalt beschwert, der hat den Schuss nicht gehört, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben geilen Lippenstift mit dabei, wir haben geilen Bronzer mit dabei, wir haben Parfum mit dabei, wir haben schöne Pflege mit dabei, die so ein bisschen individueller ist. Wir haben echt krasse Marken mit dabei und ich denke auch mal einen heftigen Wert zu dem, was man normalerweise für die Box bezahlt. Also das ist schon hammermäßig. Klar, dass die Box dann auch so super schnell ausverkauft gewesen ist, weil wenn man 35 oder 45 Euro für eine Box bezahlt, wo allein das Parfum da schon, was weiß ich, wie viel mehr wert ist. Wo ist das Häppchen? Da bin ich jetzt nämlich mal super gespannt. Also, was ist das denn hier? Ja, das Parfum hat einen Wert von 24,95, ne? Das muss man halt auch mal bedenken. Und dann hast du noch 10 Euro für Rampampam und dann den Rest vom Schützenfest. Das ist so krass, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, was die da an Wert in so eine Box reinpacken können. Und ich frage mich jedes Mal, wie man sowas überhaupt macht und wie das mit diesem ganzen Beautyboxen, Abo-Boxen-System überhaupt funktioniert. Keine Ahnung, muss ich mich nicht mit befassen. Ich kann mich nur als Abonnent oder eben als jemand, der es dann halt auch hier vorstellt und zugeschickt bekommt, wobei da habe ich beides ja auch egal bestellt, drüber freuen, dass man halt so einen geilen Schnapp machen kann, ne? Leute, das war eine coole Box. Es waren zwei coole Boxen und die Grazia Limited Edition bekomme ich jetzt ja demnächst nochmal durch eigene Bestellung zugeschickt und die kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann ja, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Das hilft mir einfach als Content Creator ungemein, damit hier auch gezeigt wird, dass dir das Video wirklich gefällt. Vielleicht schreibst du auch noch einen lieben Kommentar dabei, damit halt mein Video ja irgendwie gut bei YouTube ankommt. Wäre nice. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings und meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!